ist das ja blöd. Dann sieht man Philipp ja gar nicht. Ja. Den Hunger haben wir alle auf Döner. Ja. Heute gibt es Döner bei uns. Döner. Nicht bei jedem. So. Ja, auf jeden Fall, Marisas Vater hat heute seinen 80. Was ja auch sehr schön ist, weil er hatte ja schon einen Schlaganfall. Ja, genau. Ne? Vor 8 Jahren? 6 Jahren? 9 Jahren, ne? Hat er letztens erzählt. Genau. Umso schöner, dass wir dann noch so Geburtstag zusammen feiern können. Auf jeden Fall. Ja, ich bin leider gerade auf den Knopf gekommen. Es war kein Funkloch. Ich habe einen auf Henning gemacht. So oft kannst du gar nicht abbrechen. Naja, und jetzt sind wir auf dem Weg nach Wahlstedt. Da wohnt Kuddelmannske. Genau. Kann man ja sagen. Ist heute noch eine Zeitung drin, schöne Annonce. Erzähl doch ein bisschen was über deinen Vater. Ja, nee, also ja, eine Zeitungsannonce, weil er 80 wird, haben wir Kinder. Also wir sind insgesamt, also mit mir 8 Kinder. Und ja, und wir haben uns da zusammengetan, haben eine witzige Annonce für ihn erstellt und er kriegt ein Bett. Witzig? Ich find's witzig. Nee, die ist nicht witzig. Herzlichen Glückwunsch zum 80. Naja, das und Foto. Die Kinder aufgezählt. Ja, das Foto ist auch nicht lustig. Das steht auch auf dem Sportplatz. Ja, das ist keine lustige Annonce. Er sieht so mopsig aus. Nein, aber lustig ist da gar nichts dran. Okay. Eine nette Annonce. Also wie die Familie die Annonce dann auch zusammengestellt hat, tut mir leid, das habe ich noch nie erlebt. Es war anstrengend. Es war anstrengend. Also nicht für uns, sondern für Mona, die hatte den Kram. Ich weiß nicht, wie oft die Annonce mit Schreibfehlern und so umgeändert wurde. Und eigentlich, naja. Aber das war ganz lustig. Aber hat er sie denn schon gesehen? Das weiß ich nicht. Unsere Zeitung kommt ja, also das ist ja im Bassesblatt und die kommt immer freitags, glaube ich. Ich denke, das wird erst mal. Ach so, er ist nur im Wochenspiegel oder so. Genau. Nicht im Segeberger. Nee. Ach so. Er ist im Bassesblatt drin. Genau. Bassesblatt. Danke nochmal für den Raid gestern. Freut mich scheinbar. Spaß. Was? Für den Raid gestern. Freue mich, dass ihr scheinbar auch Spaß hattet. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten Spaß gestern, ne? Das ist hier der Mettwurst-Zyklop. Ja, Dirk, ich würde sagen, das kann man. Das war gut, hat mal Spaß gemacht, aber das kann man anders gestalten. Ja. Wenn man ein bisschen Social Media Profi ist, da kann man anders gestalten. Ja, man muss die Leute mehr bei sich halten, ne? Ein bisschen lustiger. Die Leute mehr bei sich halten, Fragen genereller machen. Kameraeinstellung war mies. Genug Kritik? Was habt ihr denn gemacht? Ein Quiz. Über was? Über Lübeck, über Musik, Filme. Nichts über Gaming. Also du hättest gar nicht mitspielen können. Pete Mitchell sagt auch, es war sehr angenehm. Ja, also wir haben auch den Plan, sowas mal zu machen mit euch. Und wir sind da ja, ne? Jetzt wir haben da viel draus gelernt. Nee, bei uns hängt der Stream nicht. Also bei uns ist nichts. Außer, dass ich eben gerade einmal raufgekommen bin und das Ganze aus war. Aber es hängt nicht, nee. Ja. Wir sind auf dem Weg zu meinem Vater. Der wird 80 Jahre alt und wir werden am Zaun kurz gratulieren und die nicht vorhandenen Geschenke überreichen. Nein, ein Geschenk haben wir ja, der Rest ist leider nicht gekommen. Philipp ist gerade extra noch alle Straßen abgefahren, hat den Postboten gesucht, aber war nicht aufzufinden. Boah, kann ich nicht. Ich bin zu weich für Fishermans. Hashtag Werbung. Ich habe außerdem Eukalyptus. Die normalen, die kann ich wegschlingen, aber da brennt mir die Zunge von. Boah. Ich mag immer diese gelblichen. Ja. Wo die Verpackung ist gelblich, das weißt du? Zitrone. Ja, 80 ist schon echt cool. Also, ich weiß, ihr habt ja meinen Papa auch schon ein paar Mal gesehen. Der ist ja auch schon ein paar Mal jetzt hier mit bei Twitch gewesen. Also der war bis vor 9 Jahren richtig, also der sieht immer noch gut aus dafür, dass er einen Schlaganfall hat und 80 Jahre alt ist. Aber bis vor 9 Jahren vor seinem Schlaganfall war der richtig gut drauf. Und, so ein dufter Typ. Ja, total. Ne? Kuddel ist ein super Typ. Ja. So. Oh, die sind Ja, das ist nicht so einfach. Die Torte Jordan, zeig mal her die Torte. Eine schöne TK-Torte oder so, ne? Es ist nicht so einfach, die... Mann. Du sollst sie nicht... Nimm die weg, Jordan. So, apropos Kamera. Hast du mitbekommen, dass der Quizmaster gestern gesagt hat, dass sein Rechner kein USB 3.0 hat? Jetzt mache ich mir ja überhaupt keine Gedanken mehr, dass die Kiste, die ich Axel geschickt habe, zu schwach wäre.
wenn man das so beruflich macht, ist immer leicht gesagt, ich kenne das auch, mach mal Technik, aber man muss, Twitch und so funktioniert halt besser, wenn man die Leute halt auch erkennt. Das war zu weit weg, fand ich. Ja. Ja, es war zu weit weg, scheiße, ob da ein Weihnachtsbaum zu sehen ist. Den fand ich sehr gut. Ja, aber das hat nicht den Fokus. Ne? Nee. Dann würde ich die Musik leiser machen, mehr aufs Gespräch und mehr mit dem Chat interagieren als so untereinander. Ja, genau. Ja, und die Fragen müssen witziger sein. Das müssen Fragen sein, wo man also sich auch mal richtig in die Pfanne haut und aber irgendwie auch lustig dabei, weißt du, also ne? Man sieht ja, wer es falsch gemacht hat. Ja, was war das erste deutsche berühmte P-Portal oder so? Ja. T-Portal? P-Portal. P. Für Po. Für interaktives, menschliches Miteinander. Aha. Ich mach mal einen Quiz. Ich mach die Fragen. Da sowas liegt mir. Das ist gar nicht so einfach, sich gute Fragen ausdenken zu lassen, auszudenken. USB 3.0 gibt es gefühlt seit 8 Jahren, ja. Ich habe den schwersten Job von uns. Und zwar nicht die Torte zu essen. Das stimmt. Nee, diese Torte. Haben wir jetzt alle verstanden. Mich wollen die Leute bestimmt viel lieber sehen. So. Aus Gran Canaria. Hab dich entdeckt da? Durch Pollux. Ah, danke schön. Wie ist denn das Wetter auf Gran Canaria? Na, Philipp? Wir haben 1 Grad, aber leicht bedeckt. Ist kalt heute, finde ich. Ist kalt, ja. Philipp? Ja. Ich glaube, mich wollen die Leute viel lieber sehen, oder? Geht so. Ja, du wirst es ja nicht erfahren, weil du ja keinen Kanal haben wirst, bis du 18 bist. Pete Mitchell schreibt nichts da. Jetzt machen wir erstmal unsere kleine Farmquiz. Unser kleines Farmquiz. Naja, ich weiß nicht, ob ich da noch gut genug drin bin. Weiß ich nicht. Einiges weiß ich noch. Müsste ich mich wieder ein bisschen reinlesen, um ehrlich zu sein. Aber dann kommt das alles wieder. Mein Opa hatte schon mehrere Schlaganfälle und Herzinfarkte, aber es geht ihm besser und alles in einem Krankenhausaufenthalt. Es war 3 Schlaganfälle und 4 Herzinfarkte. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich es gehört habe. Ja, das ist schon krass. Aber es ist ja gut, wenn es ihm besser geht. Moin, Lasi. Was? Philipp wird 80? Ja. gefühlt. Im Familienleben ja. Wer ist der dicke Mann da am Steuer? Alles Spaß, Philipp. Nimm die Finger aus dem Mund. Ja. Muffensausen? Wegen Quiz? Ja, unsere kleine Farm. Ich finde ja auch, wenn man ein Quiz mit allen macht, dann muss das so sein, dass auch fast alle die Fragen können. Es geht ja um Geschwindigkeit und irgendwie Spaß für alle. Weißt du, wenn du es zu schwierig machst, dann ich finde, das muss allen Spaß machen. Das ist ja, es geht ja mehr um den Spaß und nicht um das Gewinnen. Also jetzt so, weißt du so. Ja, genau. Ne, wenn du dann zu speziell bist und so und nur du auf deine Vorlieben so guckst. Ich könnte ja jetzt auch kein Quiz nur über den HSV machen. Ja, was soll das? Ja, klar. Weißt du, also das wäre mir zu speziell. Ja, Jordan. Ja, Jordan. Kommen wir nicht noch am Aldi vorbei? Ich habe ein Kind abzugeben. Jordan, nee. Mann! Heul doch eine Runde. Ja, hör lauf doch zu Fuß. Auf. Dann bist du vielleicht ein bisschen entspannter. Busfahren geht ja nicht, das habe ich ja heute in Mathe gesehen. Busfahren habe ich ja gesehen, weil Jordan ja keinen Busplan lesen kann. Grüße aus Österreich, liebe Grüße zurück nach Österreich. Hallo ihr Landratten. Schreibt Dr. Klöten. Ja, du warst ja gestern, hast ja abgesagt. Dr. Klöten war auch gut. Ja, richtig gut. Da was? Klöten wie Klöten. Ihr! Ich hab eh gehabt. Echt? Das wirst du in ein paar Jahren, wirst du deine Meinung dazu ändern. Naja, ich spiele dir den Stream vor, wenn du ein bisschen älter bist. Heute Abend 19 Uhr steht? Was steht heute Abend? Heute Abend 19 Uhr steht. Ja, mit Rola. Genau. Ja, steht. Das wird sehr spannend. Die hat aber nur 75 Minuten Zeit. Bis maximal 90 Minuten ist aber okay. Aber ich will auch nicht durch ihre Geschichte durchpeitschen. Dann kommt sie halt ein zweites Mal. Und das hat sie schon geschrieben. Okili dokili. Dirk hat geschrieben, war ja mein Geburtstagsquiz. Da ging es natürlich um meine Vorlieben. Sonst
hat Gato die Fragen natürlich allgemeiner. Hält. Ja, auch da, Dick, dann muss man dann, also wenn man es auf seine persönlichen Vorlieben auslegt, finde ich, dann müsste man mit Gato das im 1-1 machen. Also wenn wir schon... Er hatte ja Geburtstag, das ging um. Weiß ich ja, aber du machst ja eine Veranstaltung um die Leute, die zu Gast sind, machst ja nicht die Veranstaltung für dich, dass du dich wohlfühlst. Also das Quiz, weißt du, also ich finde... Er hat es gestern anders erklärt, also ich habe es verstanden. Er hatte eigentlich dieses Quiz gestern Abend, es bezog sich auf seinen Geburtstag und auf seine genau, Person. Genau, verstehe ich ja. Verstehe ich ja. Aber die generellen Fragen, die könnte man ja trotzdem so machen, dass sie nicht so speziell sind, nur nach den eigenen Vorlieben, meine ich. Klar. So, dass es um ihn geht und seinen Geschmack, was er machen möchte, aber du darfst ja dann nicht so speziell werden. Also, was sehe ich, wenn ich jetzt sagen würde, in welcher Straße habe ich in England gelebt? Ja. Ja, verstehst du? Also, ich finde, da muss man dann so ein bisschen, das war aber nur mein Gefühl, aber ich habe daraus gelernt, weißt du, ich habe ja Spaß gehabt, aber nachher, ich wollte schon mal aufhören, bin ich ganz ehrlich, ich hatte schon mal keine Lust mehr, weil ich dachte so, ist mir zu speziell, weißt du? Ja, Dori, danke schön, das werde ich ausrichten. Ich bin einfach nur ehrlich, ich kann da nicht in den Zaun halten. Ich wäre ausgestiegen. Da finde ich lustige Quiz und so besser. Aber lieben Gruß, Ralf, zurück. Moin, Familie Schlaffer. Moin, Dexter. Was halt ein Dirk Special? Wahrheit ein Dirk Special, ja. Ja, genau. Genau. So, auf jeden Fall, wir werden ein Quiz machen und dann werden wir mal gucken, wie wir das aufziehen. Ich wollte mir das Quiz-Kit heute mal anschauen. Habe ich aber jetzt nicht geschafft, weil wir noch ein bisschen mit Homeschooling heute zu tun hatten. Danke, Jordan. Moin zusammen. Warum ich? Ja. Ich bin meine Lehrerin. Wo fahren wir rum? Wir sind auf dem Weg nach Wahlstedt in meine alte Heimat und wollen meinem Vater zum Geburtstag gratulieren. Warst du schon mal in Augsburg? Ja. Ja. Warst du? Jetzt gerade. Vor einem halben Jahr, ne? Ja. Während der Sanierung. Genau. Da war ich auch in einem ganz tollen Hotel, im Drei-Mohren-Kopf oder so. Ein richtig tolles Hotel. Morgens schön mit Weißwurst und Brezelfrühstück und das war gut. Das war wirklich gut. Wie lange hat eigentlich das Interview mit Leroy gedauert? Es sind ja zwei Videos je 20 Minuten. Das in Hamburg 2 Stunden? Ja. Länger war das nicht, ne? Nee, länger war das nicht. 2 Stunden, würde ich sagen. Ja. Moin. Grüß Gott. Durfte Philipp wieder zeichnen? Nee, wir waren... Ich malen durfte ich heute kurz. Achso, heute durfst du kurz malen. Nochmal Quiz. So. Nee, malen durfte ich kurz. Ja, meine Flagge. Ja. Marisa überlegt bestimmt, was Gur zu bedeuten hat. Ja, das weiß sie nicht. Nee, was sind das? Das weiß sie nicht. Mach ich ein Quiz draus. Mach ich ein Quiz draus, warte. Wenn du sagst... Welches Objekt hat eine Nachbarin quer über die Straße gerufen, als ich da stand? Dann wüsste ich, das ist der blaue Ball. Pass auf, 3 Auswahlmöglichkeiten. Ja, gut. Ja, das hat was mit dem Vogel zu tun. Ja, Gurde. Weil er dich immer Vogel genannt hat, oder was? Ja, Gurde, genau, pass auf. Drei Möglichkeiten. Ich habe bei YouTube eine Story erzählt, wo ein Häftling eine Taube, ich habe das verwechselt mit einer Möwe, und die hat... Und den haben wir Gure genannt, weil der eine Taube in seiner Zelle gehalten hat. Aha. Ja, die fliegen ja auf die Gitterstäbe auch drauf. Mhm. Zweite Möglichkeit. Schon so lange überlegt. Es war ein Warnsignal. Aha. Ja? Ja, also, das war das Warnsignal. Ah, siehst du, weißt du doch. Ja, klar. Ja, jetzt wo du es hörst. Ja. Das war jetzt das Warnsignal von der Treppe. Ja, das hast du mir schon erzählt, ja. Okay. Mhm. Ich hätte dich reingelegt, Alter. So macht man ein Quiz, Alter. Habt ihr was gelernt, ey? So macht man ein Quiz. Heute Buchpaket bestellt mit Shirt. Cool. Ehrenmensch, Stähnchen. Mega. Packe ich hier morgen ein. Ja. Ne? Mach ich morgen fertig. Morgen mache ich dann Bestellung. Was geht ab? Wurst mega. Flüster die richtige Antwort wie Ball. Ich muss auch dazu sagen, worauf ich mich auch freue.
ich hätte nie gedacht, dass ich mal aufs Dorf fahre. Hier Wahlstedt ist echt, ist zwar, also ist ja eher dörflich. Ja, ja. Ne? Ist eher dörflich. Und dann haben wir gegoogelt, wo es da einen guten Dönerladen gibt, also von den Bewertungen her. Ja. Und das war einer der besten Döner, den ich bis jetzt gegessen habe. Das stimmt. Ja, also war ich nicht darauf vorbereitet. Nee, weil wir haben auch viel Schrott bei uns. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ganz viel Schrott. Also in Lübeck ist eine Katastrophe teilweise. Ja, zumindest bei uns da in Stockelsdorf und so. Ja. Vielleicht, Dirk weiß sowas vielleicht. Hier, Dausel. Dausel weiß vielleicht sowas. Wer, er ist als Vegetarier? Ach, als Vegetarier. Ihr seid sympathisch, dankeschön. Ich hätte die Daumen genommen. Philipps Art ist zu lustig, auf jeden Fall. Also, Philipp kann richtig lustig sein, auf jeden Fall. Zeigt er nur nicht so oft. Ist eigentlich noch mehr geplant, in Klammern Buch, Grüße aus Zeitz. Ja. Da war ich auch schon, ich war schon mit den Zeitz. Ja, Zeitz machen wir auch. Messe. Ade, Ade Mignon, grüß dich. Wenn ich mal in Berlin bin, kann ich dir einen Tipp geben. Ja, Berlin-Döner ist natürlich immer, ne, das. Ja, Berlin-Döner, also nicht ja. Berlin-Döner, ja. Sondern... Ist mir schon klar. Also in Berlin ein Döner ja, genau. Ist jetzt keine Kunst, einen guten Döner zu finden. Nee, Berlin. Aber bei uns in Stockelstadt ist schwierig. Stockelstadt. Ja, ist doch so. Kommt das Buch als, auch als Hörbuch? Bin ich auch gerade mit dem Verlag dran. Zweites Buch sind wir hart am werkeln. Aber es steht ein ganz anderes, tolles, großes Projekt im Raum, über das wir überhaupt nicht reden dürfen. Das hat was mit Fernsehen zu tun. Hier wird immer gefragt, was fahren wir für ein Kfz? Deine Antwort, vier Reifen schwarz. Vier Reifen und schwarz und es braucht einen Verbrennungskram, dass der Verbrennungsmotor funktioniert. Einen Diesel, genau. Was ist Leute so interessiert, das Thema Autos so. Auto, Auto, Auto. Bei Ralf gegenüber gibt es eine super Dönerbude. Könnte ein bisschen weit für uns sein, Ralf. Aus G, aus... Hallo, es gibt mega miese Döner in Berlin, echt? War das... Ich weiß jetzt gar nicht, ist das Gera? Kommt aus Gera? Nee, was war. War das Gera ja? Keine Ahnung. Alpha Gera, ne? Ich kann mir sowas nicht merken. Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist dein Buch einfach deinem YouTube-Stories als Textform? Nee. Anders. Sind, glaube ich. Gotha. Gotha, ja, meine ich ja. Ich sagte doch Grota. Ja. Grota. Frag doch dein Opa gleich, aber wir essen dann nachher gleich schon. Dirk schreibt, ich musste auf dem Weg zu euch über den Laden Döner Ali schmunzeln. Ja, ja, bei uns Stockelsdorf heißt ja. Ein Laden Döner Ali. Mehr Klischee gibt's kaum, ja. Ja, auch das Klientel, was da drin ist, ist sehr milieulastig. Da ist schon, ich will nicht. Spezielles Klientel dann ist auch Hinterzimmer und Shisha dahinter und so. Ist schon teilweise speziell. Kannst du mal auf NSU-Dokus reacten? Auf eine was? Kannst du mal auf NSU-Dokus reacten? Ja, morgen Frühstücksstream ist auch ein ernsteres Thema und zwar machen wir da was zum Walter Lübcke morgen. Dori schreibt, Marisa, erzähl doch mal was zum Familiennachwuchs von Philipps Schwester. Soll ich das schon erzählen? Ja, ich hoffe, dass du ja dazu Montag streamst. Ich stream dazu? Oh, sondern hat was? Abonnement schon wieder verschenkt. Wow. Oh, Sonne, Ehrenmann, mega. Dankeschön. Mega. Hier wäre jetzt zu Micky Mona rein. Richtig, ne? Genau. Wir fahren zum Kreisel. Genau. Und dann rechts. Genau. Ja, Montag streamen. Wir müssen mal gucken, wie die aufgeregt sind und ja, so. Ne? Klar, und kann man machen. Kann ich mitkommen, Mann? Nee. Doch, du fahr doch mal mit. Ja. Ich brauche mal meine Ruhe. Nee, das hat Katrin ja gesagt. Das Nein. Nö. Mega Sonnen, echt. Bei Döner Ali sind Großfamilienstrukturen verwickelt wie bei dem Miri-Clan. Ist das so? Hat das jemand auf Spaß geschrieben oder weiß das jemand? Ich bin so gespannt auf Montag, Dori. Ich schreibe dir nachher mal privat. Kriegst du schon mal ein paar Infos. So. Das G-Leben steht für Gönnen, habe ich mal gehört. Hier rechts, ne? Hier rechts? Ja. Oh, hier wäre ich vorbeigefahren. Das ist doch gleich hier das Haus, ja, ne? Ja, das ist schon hier, ja. Und dann erst wieder links. Ja, das war das gelbe Haus hier. Ja.
Der Papi. So, Maske auf. Guck mal, hier hängt schon. Ich zeig mal hier. Warte mal. Sind jetzt doch schon alle da? So. Gehen wir rein? Nee, eigentlich nicht. Wir stehen draußen. So, kleinen Moment. Soll ich nehmen? Ja, hältst du die Kamera? Ich rauche hier erstmal eine. Ihr könnt ja erstmal machen. Da sind mindestens 18 Cousinen alle machen. Ja. Hattest du Timo Brandt eigentlich persönlich? Nein. Sieht aus wie ein Mercedes SUV. Ist es auch. Ist schon schade mit Corona, dass man jetzt mit dem 80. nicht mal groß feiern kann oder so. Das ist schon sehr schade, auch für Kuddel selber halt, ne? Vielleicht sind sie alle auf der Terrasse. Das denke ich nicht. Ist auch einmal nicht. Oder haben sie jetzt im Auto? Willst du dann klingeln, Jordan, oder? Nee, wir machen gleich zusammen die mit Zigarette. Nee, nicht jetzt, Jordan. Warte doch bitte kurz. Ich will auch fertig werden, weil ich Hunger auf Döner habe. Es ist aber sehr schade, dass wir das heute nicht machen können als Geburtstag richtig. Ist schon schade so für ältere Leute, ne? Mhm. Ist aber echt schade. Ja, ich freue mich, den 80. dann irgendwie nicht feiern von Silvester noch. So. Vorsicht, Jordan! Hast du jetzt eingesteckt? Nee. Doch. Wieso? Ich finde sie überholt. Das ist so ein Schrotti. Oh, Klimbim. Schön Klimbim für zu Hause. Ja, meine Schwester hat heute Prüfung bestanden. Diplom können das leider auch nicht feiern. Ja. Heute kochst du mit Philipp. Philipp kocht Döner. Philipp kocht Döner. Ich will demnächst Döner selber machen. Mal auf dem Spieß. Mir ist nur nicht ganz klar, weißt du, wenn da die Krallen reinkommen ins Fleisch, wie man dann schneiden soll. Mhm. Muss ich mir bei Klaus Grill mal angucken. Ich hoffe, dass ich demnächst auch bei Klaus Grill eingeladen bin. Bei wem? Wo bist du noch auf dem Auto? Bleibst du da? Das ist ein YouTuber, den ich sehr gut finde. Klaus Grill heißt er. Der grillt am liebsten 11-jährige kleine Kinder. Wem gehört denn dieser neu angeschaffene Wohnwagen? Schlimm, oder? Der steht aber im Revier. Also da müsstest du mir Geld geben, um drin zu schlafen. Ja. Den haben sie im Revier stehen, um da einen Kaffee zu trinken und so. Ach so, ja, für draußen sitzen und ein Bierchen drin trinken reicht's. Ja, ja. Aber nicht zum Pennen oder so. Nee, ich dachte, den benutzt noch jemand. Da haben sie jetzt ein Haus. Welche Fahne ist das da? Doch, das weißt du. Doch, die Fahne kennst du. Haben wir gerade geübt. Welche Fahne hat ein Bär auf der... Mama bleibt hier noch. Komm her. So. Kennst du welche von dem Miris aus Lübeck? Nein. Wieder auf Kippen umgestiegen? Ja, leider. Ich soll auch eine Maske aufsetzen, ne? Singen wir auch? Ja, ein Feuer anmachen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Kuddel. Happy Birthday to you. Warte mal, ich hab zwar ein Sturmfeuerzeug, aber die Kerzen sind die Sturmwaffen. Nee. Ich glaube immer. Boah, hier Jordan. Achso, mach erst mal. Achso. Einmal Champagner für die Großen. Dankeschön. Versuchst du das an?
Ja, zieh dir eine Jacke an. Ich glaube, der Sicherheit halber ist über den Zaun besser, Kuddel. Wir können das ja nachholen. Wo ist die Blockflöte? Ja. Bringen wir das hin? So. Funktioniert. Ich bin dann mal 80, steht da. Das ist gut, ja, mit dem Schnelltest. Die Nachbarn sehen das trotzdem und so. Wir wollen hier keinen. Hallo, mein Papi, erstmal so. Ihr seid ja lieb. Ach, danke, danke. Ja, Papa, ich muss sagen, also die, das ist schon mal ein Geschenk von uns. Und da kommt noch mehr. Mal, ne? Und das kriegst du dann bei uns zu Hause. Alles gut. Hände voll. Ich hier. Gut, danke schön. Kuddel, auf dein Wohl. Auf dein Wohl, dass wir noch ganz viele Jahre zusammen verbringen. Quentin Sidney kommt noch zum Anstoßen. Ach so, sehr gut. Alles Gute an Kuddel. Wie oft musst du heute noch anstoßen? Zum Wohl, mein Lieber. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, mein Schatz. Kuddelminion, auf deine Gesundheit, ne? Herzlichen Glückwunsch. So. Oh, jetzt wird der Tag ja doch noch gut mit Alkohol. Verdammt, was soll das, genau. Zum Wohl. Auf einen denkwürdigen Geburtstag. Ja. Ist auch noch was anderes, vergisst man nicht. So. Ist so. Ne? Ich hätte es mir jetzt von Herzen anders gewünscht, aber es ist. Ja. Das willst du machen. Ich glaube, das ist so, ist es dann das Beste aus der Situation zu machen. Ja, und wir wollen ja auch kein Risiko eingehen und hier guckt ja auch jeder, ne? Ja, das Problem ist halt, wir haben das im Sommer schon einmal gemacht, dass wir mit Luna und Vorne an der Ecke einmal ein Glas Sekt getrunken haben und da hatten wir ja sauer, das müssen wir die Polizei ab. Oh. Naja. Und das wollte ich jetzt um. Ja, kannst du. Ja, deine Torte noch auspusten. Ja, warte mal, geht mir die Tasche, Kai? Halt das mal fest. So. Geht auch so. Ja. Kannst du einfach pusten? Wow. Hey! Hast du dir was gewünscht? Jetzt musst du dir was wünschen, Papi. Ach, raus. Nicht sagen. Darfst du nicht sagen, genau. Gut. So. Gut. Das ist ja. Ah, das hat er gestern Abend, ja. Er dachte, er kriegt noch einen Haarschnitt von dir. Ja, ich wollte das ja, aber er kam dann immer nicht und nicht und das. Ich sag ja schon, der Traum ist irgendwie Haare. Du siehst doch gut aus. Ja, ich Kopf machen ist doch super. Ja, kann man Zlopf machen danach. Genau. Ich bin immer so gekloppt. Oh. Ja. Und Kuddel, wir wollen noch einen Termin machen, dass du deinen Mercedes zur Werkstatt bringst. Genau, wir wollen ihn einfach zu Olli stellen. Hat mir nichts gesagt? Nee. Nee, Freund, ich mach das. Unser Freund, der hat eine Mercedes-Werkstatt. Ja. Genau. Und Marco. Nee, unser Freund Olli. Unser Freund Olli. Ja. Der hat eine Mercedes-Werkstatt. Ja. In Lübeck. Das muss man wirklich wissen. Das machen wir. Hoppla, geht rein. Genau. Oh, weg ist er. Mal gucken, was noch los ist. Am besten ist Christen Adekari. Weg Christen Anna. Wir gucken mal. Wir stellen ihn mal zu Olli und dann gucken wir. Nein, nicht nervös. Alles gut. Ja, ja, das haben wir uns gedacht. Ich komme gut anreisen. Ja, ja. Hast du Backfrisur oder was? Kriegen wir hin. Philipp, hat Philipp doch geschnitten. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, aber irgendwie so ja. Ein Bild geschickt, weil er hat den Magic Ball dabei in der Hand. Ja, genau. Ja, genau. Ist der cool? Könnt ihr zusammen spielen, ne? Er hat auch bei dir? Jordan hat beim Haareschneiden auch fast geheult. Wieso, ist es schwer? Haare schneiden. Oder Haare schneiden. Kann er das? Nö, er zickt dann einfach rum. Ja. Wenn es dann nach 3 Minuten nicht fertig ist, dann. Geduld ist eine genau. Tugend, ne? Ja, muss man auspacken. Wobei das Heulen ist besser geworden. Da kriegst du noch zwei andere Geschenke. Es kriegt eine andere Stimmlage. Ja, also. Wir haben gerade eine schöne Phase mit Homeschooling und so. Ich habe mein Telefon bis vorhin. Ich feiere mich ja so schon jeden Abend, dass alle Leben aus dem Haus sind. Ja, ist wirklich so. Es ist zu viel aufeinander. Ich habe gestern bei TikTok tatsächlich war es ein Video, wo eine da stand und sagt, sie, meine Fresse, ich habe einen beschissenen Hauptschulabschluss, ich kann Haare schneiden und mehr kann ich nicht. Und ich soll meiner Tochter jetzt in der letzten Klasse irgendwie den Hausaufgaben. Ja, ist schwierig. Ich
keine Ahnung davon. Ja. Und das stimmt. Muss man einfach mal, kann man jetzt denken, wie blöd ist die, aber andererseits ist nur ehrlich. Ein Problem für die Kinder, wie soll die den Dreisatz beibringen? Ja, ist einfach schwierig. Das ist echt krass. Und ich habe jetzt eben gerade, ich habe mit einer Freundin aus der Schweiz telefoniert, da ist ja ganz der Laden dicht. Und das ist ja mit Sydney mit dem Abitur jetzt. Ne? Sie schreibt jetzt 21 Abitur. Das da werden ja alle sagen, Klassik. Das ist nicht das Gleiche, ja, ist nicht wie das, 1919 genau. Oder wie 20. Ja, genau. Ist weniger wert auf einmal. Ja. Und auch die in der Schweiz zum Beispiel, in Graubünden letztes Jahr, die haben gar kein Abitur geschrieben. Guck oh, mal. Entschuldige, guck mal. Die ist große Klasse. Guck mal, das ist ja polarisiert. Das ist ein Traum, was man so macht. Ne? Ja. Sag mal, wie du aussiehst. Super, oder? Super siehst du aus. Mein lieber Mann. Ich hab die auch und hat die mal bei mir auf. Yeah. Weißt du, weil die polarisiert. Ja, yeah, ich hab die auch bei mir. Ja. Ja, die sieht fesch aus. Gehe ich durch Walschi drüber erstmal. Herr Matzke. Super. Nein, aber das ist halt schon. Das sieht super aus. Wir haben eben in Stockelsdorf noch nach dem DHL-Fahrer gesucht. Wir warten seit Montag auf deine Sachen. Ja. Jetzt sind wir eben 20 Minuten durch Stockelsdorf gefahren und haben den Postfahrer gesucht. Ja. Und dann haben wir aufgegeben. Deswegen kriegst du die Geschenke nach, die anderen Geschenke. Ne? Ich hatte hier das Paket von Behrens, weißt du, und ich hier auch abgemacht war und dann auch zusammen und draußen sind das andere nachher fertig gemacht. Ich denke, ach du, da habe ich jetzt von euch beiden gedacht, von da irgendwas. Ne? Ich dann wieder abgeguckt. Ach, da steht es da drauf. Ja, die hatten gesagt, so, und dann macht den Deckel aufgemacht, dahinter war der Brief ja bei. Ja. Verstehst du, da konnte ja nichts verkehrt laufen. Ja. Ne? Das ist so. Habt ihr noch ein Tastentelefon? Nee, hab ich habe gerade schon gefragt. Hast du schon gesehen? Nee. Ja. Aber ich werde nicht geben. Nicht. Sei vorsichtig damit. Ich kann nicht runterfallen. Das sieht ganz toll aus. Nee, nein, ist gut. Das Schnieke. Sieht geil aus bei Papa. Musst du mal aufsetzen. Zeig Quentin mal. Das sieht gut aus bei Papa. Ich glaube neidisch. Das ist echt, aber steht ihm echt gut, finde ich. Ja, ne? Super, oder? Ja, steht. Pass auf die langen Haare zu. Ja, das hat ein bisschen was von Patrick Swayze. Ja. Ja. Ich hab die Wassermelone getan. Ja, bin ich echt ehrlich. Ganz toll, alles prima. Das können wir machen. Frisst du so ja, ihr könnt ja zusammenstehen, ihr kommt doch sowieso aus einem Haus. Ja, ich wollte nur nicht, dass Papa da. Ich wollte ihm das Glas wiedergeben. John, würdest du einmal das leere Glas schon reinbringen, bitte? Ja. Das ist deins. Oh, Frostbeule. Ist ja unangenehm. Also ich glaube, ich friere nicht so wie du dafür, dass ich deutlich weniger anhabe, aber ich bin vielleicht durch die Yacht etwas abgehärteter. Wir saßen im warmen Auto, ich glaube daran liegt das. Ja, und wir frieren leicht. Ja, wir frieren leicht. Wir frieren leicht. Die sind auch, wie gesagt, alles. Ich habe mein Leben lang nie draußen gearbeitet. Das härtet ja ab irgendwie, ne? Ja, genau. Ja, also bei uns schon viel, glaube ich auch, ja. Und wenn man viel draußen gewesen ist, ist es ein anderer Schnack. Also ich und morgen musst du die Zeitung gucken. Bei Miki hier heute, oh, ich habe den Arsch abgefroren, nur mit Jacke rumgelaufen. Was bleibt? Ja, da musst du morgen rein. Also ich denke, die Yacht bringt halt auch viel, was die Abhärtung angeht. Also wenn ja, du na klar. Hast, dass ich so, dann so hast du keine lange Unterhose. Die gehen ja alle mit langen Unterhosen und beheizten Socken los und noch so ohne. Oh ne, keine halbe Stunde. Das ist für mich jetzt schon. Ich hatte eben gerade eine Mission mit dem Kuchen nicht zu essen. Ach, du kannst dir gerne ein Stück nehmen, Jodinski. Ja, komm. Oh, super. Und das soll da drin, das macht er jetzt. Kriegt er die Wohnung. Genau, da habe ich vorher gewohnt. Wo? Ja. Da, hier. Hier kommt das in den Anbau. Ja. Das war früher meine Wohnung. Super. Das ganze Ding damals, von der Zeit, wenn man so wissen will. Und dann haben wir uns freigelassen und dann kommt ein anderer, die wieder jung war, hinkommen durfte da wohnen. Genau, da habe ich dann gewohnt. Ja. Da. Ist doch top. Ja, Ila war auch schon mal da. Ja, Volker hat da auch drin. Willst du noch ein bisschen was drin machen, oder? Tatsächlich das Schlafzimmer, wo habe ich jetzt einen neuen Fußboden reingemacht. Der Teppich ist raus, da ist jetzt ein Korkboden drin. Tatsächlich fehlte genau ein Paket. Oh nein. Das kommt jetzt morgen, dann kann ich den Rest noch machen. Aber Küche ist ja neu, ne? Küche ist alles noch in. Ja. Das ist genau, ja. Ich brauche mit rein. Dann gehen wir immer noch mal gucken. Das ist lange nicht mehr. Kann ich das so mitnehmen, ja, ne? Es ist ja alles noch so. Ist ja alles dabei. Das ist alles noch etwas wüst. Aber die Küche darf ich so komplett behalten. Ja, mit Einrichtung und allem, also für Wohnung total entspannt. Und hier hast du auch gewohnt? Ja. Aber da sah es alles ein bisschen anders aus. Ja, meinetwegen. Was? Was? Achso. Das wird Schlafzimmer. Das war meine Stube. Ja, ist doch gut. Ja. Ich hatte hier Stube drin, ja. Also mein Wohnzimmer hatte ich hier drin. Der Boden ist cool. Ja, ne? Ja, der ist gut. Ist Kork, also ist tatsächlich von oben halt beschichtet, aber es ist ein Korkfußboden, weil ich dachte, ist ja eigentlich gar nicht so blöd,
Schlafzimmer. Ja. Und auch mit einem dunklen Boden, wobei ich den nicht so dunkel finde. Ich finde, das passt eigentlich ziemlich gut. Die Tapeten sind ja auch Stylo. Ja, und die müssen halt echt noch einmal gestrichen werden. Und ja, dann ja. Noch einmal rüber. Hier unten die Ecken und so was. Das hängt sogar noch beim Bild. Ja. Ist das von dir? Wie witzig. Echt? Ja. Also ich stelle mir das vor, wie alt warst du? 13. Und dann gehst du los und kaufst dir das Bild. Nee, es wurde mir gekauft. Ja, Mensch. Das Franz Marc. Rotes und blaues Pferd. Aber das nehmen wir jetzt nicht mit. Ach, ich versuche Zucker zu reduzieren, aber ist mir egal. So, dann ist halt alles zugestellt, ne, von oben auf die ganzen Sachen. Aber oh, die waren lecker. Was wird das hier? Das wird Wohnzimmer dann. Das hat jetzt noch alles mit dem alten Kram von meinem Opa und so. Mit den alten kaputten Fernsehern. Den drei Stück. Das ist doch geil. Wieso hattest du das denn hier als Wohnzimmer? Ich hatte vorher hier keinen, also das gab's nicht. Also hier war keine Terrassentür. Du hattest hier nur ein Fenster. Stimmt, hier war nur Fenster. Genau, ja. Du hattest hier ein Fenster. Und dann empfand ich das hier, weil die Angestellten sind jeden Morgen um 5 gekommen und haben hier die Autos abgeholt. Ja, ja. Und wenn du da das Schlafzimmer gehabt hättest, dann hättest du gar nicht... Genau. Ja. Top. Hier hast du noch ein Fahrrad. Guck mal. Ja. Freuen. Wer jetzt sagen würde, ich setze mich darauf, ist gelungen. Super. Erste Bude, top. Riecht es etwas nach Pferd möglich? Top, das wird doch eine super Wohnung. Also als erste Wohnung, meine war kleiner, meine erste. Ja, top. Voll der Luxus, ne? Immer Nachmittag noch rübergehen, schön zu Hause essen. Essen holen ist so. Wer ist das denn? Blanka. Blanka? Spricht die Deutsch? Blanka. Wie das gut finde, weiß ich nicht. Nicht, mein scheinbar nicht. Wegen Papa. Blanka. Aber sie hat Blanka. Und dann haben wir auch noch Cayenne. Blanka. Halt auch hier, ne? Blanka. Ich ach, Blanka, nicht Lanka. Blanka. Blanka hört richtig gut. Ja? Ja. Geht so, außer wenn sie was machen soll, was sie nicht will. Blanki! Ja. Aber du kaufst, das heißt, da muss irgendwo was sein in der Nähe sein. Lanka, kaufst du denn die andere an? Kennst du den? Lanka, doch, der kommt, kennst du? Soll ich halt? Ja, ich will auch. Oh, du bist gut. Ja, cool, dann kommst du die Tage mal bei uns vorbei. Ganz toll. Ne, kommst du uns vorbei? Das ist schon richtig. Hallo, Marge wollte nicht nur anrufen, glaube ich. Ja, sein Telefon ist ja kaputt. Ach so. Ich hab noch eins oben liegen, das liegt gerade am Ladekabel. Ich musste gucken, dass ich die SIM-Karte gleich irgendwie da reingebastelt habe. Ach so, okay. Aber soll ich dann, ich kann noch, soll ich online eins bestellen? Haben wir gerade. Ach so. Aber es ist natürlich heute, werden alle ihn versuchen zu erreichen. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ja. Rufumleitung? Wir gucken jetzt, ob wir das die haben wir auch geschrieben. Fit kriegen und dann, ob das damit geht. Okay. Aber sonst kommt doch Samstag doch vorbei zum Fußball. Volle Kanne wieder. Nimmst du die Kamera? Ja. Dann kommst du Samstag doch, zum Fußball. Ja, ja. Gut. Ja, dann freuen wir uns die Rauchen. Und dann haben wir immer mal so eine mitgebracht und braucht so eine Fussi-Zigaretten. Ja. Ja. Und irgendwie bin ich dabei geblieben. Okay. Du hattest auch aufgehört, oder? Und dann habt ihr gedacht, macht ihr mal die Kamera wieder. Jetzt nur einmal wegen Druck. Ja. So, ja. Wegen Gruppendruck. Auch Corona-Opfer, wirklich. Was? Auch Corona-Opfer. Ersten Corona-Lockdown. Ich habe mittlerweile, glaube ich, auch schon 3 oder 4 Mal bei Quentin an Zigaretten mitgezogen. Also ich bin auch, das ist einfach, ich will ja auch eigentlich wieder rauchen, wenn ich nicht wüsste, dass es so ungesund wäre und so vernünftig. Aber, und es sind jetzt 4 Jahre. Also dann musst du dazu Alkohol trinken, weil Minus mal Minus gibt Plus. Ja. Wie kamst du ich mag die Art, wie du denkst. Wie kamst du gestern ran vom Fernsehen da vor? Es sagt sowieso, das ist ja schon richtig, aber was dahin kam, dieses, das ist ja vom KZ-Geschichte, die ganze Vorwiegend, das Lohns, der ganze Ding. Oh, hast du damit zu Kuhmann gesagt? Kalt, ja, früher mal, ja. Ich muss einmal. Früher mal. Dann habe ich mich dazu geäußert jetzt. Ja. Opa, ja. Soll ich dir das schon mal reinbringen? Aber wir machen jetzt bald ein neues, cooles Projekt, das darf ich nur nicht erzählen. Ist doch gut. Und war das, war der von oben im Keller was hier? Ja, genau, du weißt, warum das Stromzähler ist. Nein, Cayenne. Weg. Kusch. Kusch.
So, jetzt los. Ja, ist kalt, ne? Wirklich kalt. Ja. Wunderbar. Freue mich, dass du das Hemd auch anhast, Pac-Man. Ja, ich habe ja gedacht, ich passe da rein. Ich hatte die Knopflöcher hier und die Knöpfe hier. Da habe ich gesagt, Mensch, viel Spaß deinem Vater mit dem Hemd. Oh nee. Ja. Ist ja auch ungefähr die gleiche Kragenweite und der gleiche Schulter. Ja, ungefähr. Das ist ungefähr schon eine Begegnung auf Augenhöhe. Ja. Auch schon die Jacken an. Hier ist auch keine Wahl. Ja, trotzdem ist es kalt. Prima. Ja. Alle top. Gut, gut. Prima, prima. Du. Dann feiert noch schön, Papa. Am feinsten. Gibt der noch ein Griechisch, ne? Oder so? Ja, habe ich gestern angestellt. War geil. Ja. Eis hat er sich ja gewünscht. Genau. Wir machen heute türkische Küche. Alles gut. Döner. Hier gibt es den besten Döner in Bahnfeld. Siehst du? Ja. Es gibt den besten Krockenhäsch in Würzburg. Ja, das stimmt. Und das beste Eis in Dubenstedt. Man muss wissen, wo man hinfährt. Und die beste Pizza in Berlin. Ganz toll von euch, muss ich ehrlich sagen. Ich teste gerne alles aus. In der Reihenfolge. Gut, Papi. Ganz wunderbar. Dann genieß deinen Tag noch schön. Das machen wir schon. Bis Samstag, mein Lieber, ja? Alles gut. Tschüss. Mami, du, vielen Dank. Tschüss. Schönen Tag, ja? Danke. Grüß nachher, zumindest die, die ich mag. Mama, diesmal sitz ich vorne. Ja. Ja. Wir hatten eben gerade 100 Zuschauer, Philipp. Was für ein super Typ, Kuddy, ne? Ja. Micky war doch dabei, alle gut drauf, ne? Ja, super. Die waren alle gut drauf, das war doch lieb eben. Ja. Da hat jemand geschrieben, Kuddel ist echt 80 Jahre alt, ich hätte ihn auf 70 geschätzt. Ja, ja. Papa ist toll. Ist halt schade für ihn, dass er einen Schlaganfall hatte, ne? Dass er, das nicht mehr so mit. Also manchmal, wenn wir zu schnell reden und wir sind so 7, 8 Leute, dann kann er nicht mehr folgen, ja. Ne, dann steigt er aus und das tut mir immer manchmal so leid für ihn. So. Aber er freut sich dabei zu sein, ne? Ja. Aber er steigt dann aus. Das ist, weil wir alle durcheinander lachen, haha und. Geradeaus kannst du. Ach, geradeaus? Ja. Ach so. Ich möchte mit 80 auch noch so gut aussehen. Super gehalten, dein Papa. Ja, das finde ich auch. Ich bin auch sehr stolz auf meinen Papa. Wollen wir erstmal hoffen, dass seine Mutter sich einigermaßen hält. Es ist ja schon so spät. Zum Glück gibt es ja dann irgendwann. Aber kalt! Ja, richtig kalt. Botox oder so. Wie heißt das? Hyaluron. 0 Grad. Boah. Es ist schweinekalt. So. Papa hat auch so gefroren. Ja, der muss jetzt rein. Das hat man gesehen. Ja, der muss jetzt rein. Opa kann das nicht mehr so. Nee, wir wollen es ja auch nicht, dass er nachher krank wird oder so. Nee. Und mit rein und so, das wäre blöd. Ich habe meine Mutter heute auch nicht begrüßt. Ich habe meine Mutter auch nur aus 10 Metern Entfernung. Ich habe einfach Angst, dass ich Corona habe und ich es gar nicht merke, dass ich kann, oder nur schwache Symptome habe. Und meine Mutter oder Kuddel, die sterben dann nachher dran. Ja, ja. Du musst auch vorlesen, Jordan. Na, Dirk hat geschrieben, Moin Jordan, Gruß an Graf Grießkloß, das GRGR, weißt du? Ja. So, hier, ne? Ja. Und dann da vorne, ja. Die letzte Ausfahrt. Zum Döner weißt du den Weg, ja, ne? Zu meinem Vater nicht, aber zum Döner, ja. Ja, zum Döner, ja. So, du willst eine türkische Pizza, oder was? Ich auch. Du willst auch eine türkische Pizza? Ja. Was machst du denn? Aber wir essen zu Hause. Schatzi? Was? Letzte Ausfahrt. Ach ja, das war ja da links lang. Ja. Ah, Mann, ey. Oh, ich und Auto fahren, ey. Hier ist ja auch ein Verkehr in Wahl steht, als wenn hier irgendwas umsonst wäre. Wo wende ich denn jetzt hier? Fahr mal weiter. Kannst weiterfahren einfach. Dann gehen wir nach. Du willst einfach türkische Pizza mit ja. Allem, nur keine scharfe Soße. Ja. Genau. Ich nehme einen Döner, schreibt jemand. Also du auch eine türkische Pizza, ja? Ja. Habe ich richtig verstanden. So. So, hier kann ich jetzt wenden, ne? Ohne scharfe Soße. Fahr geradeaus. Wieso? Fahr geradeaus. Fährst du hinten rechts. Ach so. So. Das war super. Dein Vater hat sich gefreut. Die Sonnenbrille war eine richtig gute Idee. Ja, er hat eine schöne Ray-Ban bekommen. Und eigentlich noch kriegt er noch von Anlieger frei nur. Ach scheiße, das wusste ich nicht. Er kriegt von so ein paar Schuhe und eine tolle Jacke, ne? Ja. Genau. Genau. Wie groß bist du, Philipp? Ich weiß gar nicht, ob ich vorfahren hatte. Ja, wir haben ein ausländisches Kennzeichen. Ja. So.
wie groß ich bin. Jetzt gerade mit Auto 1,70. 100 Zuschauer, Philipp. Dankeschön, Leute. Ihr seid cool. Ehren Zuschauer. Mega cool. Community Beste. Ist Papa so. Hat sich auch gerade so gefreut, wirklich. Ja, das ist toll. Und Papa ist auch so stolz auf Philipp. Er guckt immer alles, was im Fernsehen läuft. Muss mir erzählen, gestern. Also mein Vater versteht am Telefon das noch schlechter, als wenn man so vor ihm steht. Ja, Dreisat zu finden war gestern nicht so leicht. Nee, wir mussten gestern Dreisat finden. Das war schon, wir haben zusammen sind die Fernsehprogramme durchgegangen. Bis wir dann, Dreisat war aber eben so auf 80, bis wir dann da endlich angekommen sind. Ich bin gerade im Wald mit meinem Hund spazieren gehen und nebenbei Twitch läuft. Beste Sehr gut. Idee, beste Idee. Warum nicht hast du Handschuhe mit? Oh, ist das schweinegrill. Ich habe auch gefroren. Aber wir essen zu Hause, ne? Ja, machen wir da nochmal warm, oder? Ja, im Auto wieder. Nee, mach mir da nochmal warm. Ja, genau. Hier rechts? Ja. So. 1,70. Und hier rauf war das, ne? Ja. Ja. Auf den Marktplatz, ne? Ja. Wo ich letztes Mal bei einem Ticket bekommen habe, wenn du nichts gesagt hättest. 1,70, niemals. Du bist mindestens 1,89 vielleicht. Ja, ich bin 1,71. John, was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist im Moment Englisch. Pause. Englisch. Englisch ist mein Lieblingsfach. So. Philipp, solange du losgehst, alle raus? Nee. Doch. Nein. Wir müssen alle nach und nach bestellen. Nee. Jeder reingehen und jeder bestellt. Nein. Hast keine Maske mit, dann bestelle ich deins mit. Jemand auch. Ganz normal türkische Pizza. Nur nicht scharf. Beide Soßen. Ja. Nur keine scharfe. Genau. Okay. Türkische Pizza mit Fleisch, mit einem irgendwas. Genau. Ja. Und dann gehen wir gleich raus, so viel da steht. Jordan, cooler Name, schreibt jemand. So wie der Basketballspieler Michael Jordan. Ja, Mama, man sieht dich auch. Mhm. Gefühlt habe ich einen Filter drin. Ein Filter? Ich bin hässlich. Ach, Jordan. In Englisch bist du auch echt. Das ist Dirk. Da schreibt Dirk. Ach so. Auch echt gut für dein Alter. Danke. Oh, Jordan hat heute was ganz Tolles gemacht. Jordan hat heute ein Buch präsentiert. Diesmal schreibt jemand wirklich coole Friese, John. Ja! So, siehst du? Ich hab's geschafft. Schau mal, Handtasche bitte, die steht unter dir. Ja. Ja. So. Ich zeige euch das mal kurz. Wir können einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen. Darf ich das? Ja. Ja? Schaut mal hier, John hat heute ein Buch präsentiert. Und Philipp und ich waren sehr, also sehr, sehr stolz auf die Leistung. Warte mal, sieht man das? Glaub, ne? Gib mir das. Auf dem Cover sieht man Carrick und Chikani, beide halb Mensch, halb Tier. Und ich habe das Buch geschenkt bekommen, ein paar spannende Seiten gelesen, dann konnte ich nicht mehr aufhören zu lesen. Man muss dazu sagen, also vor... Die Autorin heißt Katja Brandis, geboren 1970. Ihr bürgerlicher Name ist Silvia Englert, Beruf Schriftstellerin und Journalistin. Sie ist Autorin für Kinder- und Jugendliteratur. Brandy schrieb mehr als 70 Bücher. Woodwalkers und Seawalkers waren Spiegel-Bestseller. Jetzt lese ich euch den Klappentext vor. Der junge Puma-Wandler Carrick freut sich riesig auf die Ferien. Zum ersten Mal will er die Familie seiner Freundin Chikani besuchen, um gemeinsam ihren Geburtstag zu feiern. Doch noch ehe die beiden in den hohen Norden aufbrechen können, überschlagen sich die Ereignisse. Erst schließen sich ihnen zwei eigenwillige Gefährten an, dann erhält Carrick einen Notruf von seiner eigenen Puma-Familie. Ein feindliches Wolfsrudel hat ihr altes Revier in der Nähe der Gesteinwandlerschule Kiowadarai besetzt und irgendetwas scheint mit diesen Wölfen nicht zu stimmen. Als die Situation sich zuspitzt, können sich Carrick und Chikani auf die Hilfe von Rothörnchen Holly verlassen. Ja, super. Ja, das also und so weiter und so weiter. Aber es hat er so toll gemacht. Und also muss jetzt, also Philipp hat von der Seite gefilmt, er musste geradeaus in die Kamera schauen zu der Lehrerin. Das hat er so toll gemacht und dann so vor der ganzen Klasse oder vor ein paar Kindern. Ja, ich musste eine Videokonferenz machen. Hut Respekt, ab. Jordan. Super gemacht. Wirklich Lesen toll. Lesen ist mega besser geworden. Ja, Lesen ist besser geworden, ja. Finde ich auch. Ist auch.
Aber du warst ja sonst so schüchtern, wenn du vor Leuten sprechen sollst. Was habe ich dir gesagt? Das ist ein großes Talent, vor Leuten frei zu sprechen. Ja, denn jetzt mache ich das auch irgendwie wieder, weißt du? Ja, das machst du super. Darf ich heute mein neues Buch anfangen? Ja. Ja. Endlich. Musste die ganze Zeit darauf warten, bis ich die Buchpräsentation fertig habe. Ist doch blöd. Der Dönermann hat sich sehr gefreut, wo ich ihm gerade gesagt habe, ich komme extra aus Lübeck, um hier einen Döner zu essen, weil der so geil war. Da hat sich echt gefreut. Ja, cool. Dirk ist stolz auf mich. Toll. Hast du auch echt toll gemacht. Wir sollten ihn Dausel nennen. Ja, Dausel. Damit wir nicht durcheinander kommen mit den beiden Dirks. Wir nennen ihn Dausel. Genau. Okay, Dausel. 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 So. Ihr beide entertaint ja richtig. Ja, läuft bei uns. Ja. Ja. Du musst doch was erzählen, Jordan. Ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ist nicht spannendes passiert, außer Hausaufgaben. Geh raus zu Philipp. Geh raus zu Philipp und dann filmst du Philipp ein bisschen du ab. Du nicht. Nee. Wie? Du nicht. Raus. Also, ich schnell mich doch lieber an. Hä? Nee, du sollst raus zu Philipp. Nein, ich will mich hier filmen. Nein. Geh mal mit raus. Oh, nein, ich muss einmal kurz. Gut. Kennt ihr das? 20 Parkplätze frei und man parkt genau da, wo jemand steht. Das ist zu geil, Alter. Habt ihr Rudi einen Döner mitgebracht? Auf gar keinen Fall. Rudi ist heute wieder sehr anstrengend. Ich konnte vorhin nicht, ich wollte halt rausgehen, ganz normal die Straße runtergehen. Rudi quiekt mir die ganze Zeit hinterher. Ja, Rudi ist heute sehr speziell. Das Gequieke ist sehr nervig. Ja. Wer fiebt da? Mein Hund knurrt schon. Ja, das ist der Rudolfi. Okay, jetzt weiß ich, warum sie näher an der Bank parken wollte. Oh. Ah ja, Jason, so werde ich auch geschrieben. Glaub dem Phil nicht alles. Glaub dem was nicht alles? Dem mit Phil. Damit bist du gemeint. Hell. Bist du ein Hafensänger? Nein. Ich finde das süß, wenn die quietschen, schreibt jemand. Geht so. Ist dezent nervig. Rudolfi. Es ist sehr nervig. Du bist nervig, Baby. Den ganzen Tag lang ist das schon sehr speziell. Darf ich den mal zeigen? Kannst du machen. Mach Rudi. Rudi. Rudi, Rudi. Ah. Jetzt geht's zu Rudi. Nein, meine Maske. Oh. Entschuldigung, ich habe meine Maske vergessen. Hör auf zu quieken. Ruhig. Schnell wieder zu. Nein. Rudolfi. Da findet jemand wirklich sehr niedlich, wie die das machen. Ja, so, Philipp ist ja gerade nicht hier, ne? Geht so. Ist es fertig, das Essen? Ich glaube schon. Okay, das wäre ja cool. Oh, ich habe Hunger. Ja, wir essen erst zu Hause, Schatzi. Ich weiß. Wollen wir mal wieder tauschen? Hat Philipp eine kurze Zündschnur? Nee. Findest du? Nö. Nein! Doch, bitte. Nein! Oh nein! Ich möchte aber weiter filmen. Kannst du machen. Haha! Aussteigen! Rudolfi! Alter Gangster. Rudolfi, du alter Gangster. Ah. Hier hinten ist natürlich wieder ein bisschen eng. Nee, du hast wirklich. Also, findest du, dass Philipp eine kurze Zündschnur hat bei dir? Nee. Ich finde, du darfst dir viel erlauben. Ja. Oder findest du nicht? Doch. Philipp erlaubt mir mehr als du manchmal. Das stimmt. Obwohl, gestern hast du mir mehr erlaubt. Ja, so wechselt sich das ab. Hinterkopf, Hinterkopf. Wer ja. Kennt das Spiel? Ah. Ach ja. Ich habe keine Lust zu warten. Frag doch mal, was die Leute gerade so machen, oder? Und was macht ihr gerade so? Was es heute Abend zu essen gibt. Was gibt es heute Abend zu essen? Hat man gerade nicht gehört von meiner Mutter. Das war meine Idee. Wir essen den leckersten Döner. Der Welt. Ever. Nein, türkische Pizza. Ja, wir essen eine türkische Pizza. Aber auch nur aus dem Grund, weil der Döner so schmiert. Wer kennt den Wahlstedt? Ich sollte immer den Stream machen, sagt gerade jemand. Okay. Genau. Wer kennt Wahlstedt? Döner mit alles. Döner mit alles.
Ein Döner mit alles, oder was? Einmal Döner mit alles. Wer kennt Wahlstedt? Wahlstedt. Hab jetzt Hunger auf Kebab-Pizza, dass ich mir wahrscheinlich heute Abend eine bestellen werde. Ja, gönn dir. Was ist Altstedt? Wahlstedt. W. Wahlstedt. Kenn ich nicht. Da sind wir gerade, da komme ich ursprünglich her. Ich sitze hier so rum und begleite euch virtuell auf eurem Ausflug. Ja, cool, danke. Danke. Ihre Community haben wir. Haben wir, auf jeden Fall. Oh. Wo liegt das? Wo liegt das? Ja. Ah, das ist ein Kreis Segeberg. Also in Schleswig-Holstein? Mich fragt gerade jemand, gucken Freunde von mir zu? Ich glaube nicht, nein. Nee, das ist noch nicht so das Alter. Du bist ja jetzt gerade 11 geworden, ne? Ja. Vor 10 Tagen. Nein, ich kenne nur Hamburg. Vor 2 Wochen bist du 11 geworden, ne? Ja. Und das ist ja noch nicht so das Alter, glaube ich, die da reinschauen. Nein. Obwohl du hast Stell viele, mir mal ein paar Fragen. Ich obwohl Lust. Du hast viele in der Klasse, die Philipp kennen und auch gucken, ne? Ja, Marc zum Beispiel. Mhm. Stell mir mal ein paar Fragen. Ich hab Lust, ein paar Fragen zu beantworten. Obwohl, wir haben 100 Leute drin und es schreiben halt nicht so viele verschiedene. Wir wissen gar nicht, was sie fragen sollen. Vielleicht. So, schnell mit 200 km nach Hause. Aber hallo. Bist du auch HSV-Fan wie dein... Bist du auch HSV-Fan wie dein Vater, Jordan? Nee. Nein. Besser, bitte. Wo sind die Kamera? Ach so. Bist du auch HSV-Fan wie dein Vater? Ja, bin ich. So. Ich mache heute beim Kunden Feierabend. Das heißt im LKW. Und zwar Stulle. Oh, harter Job auch auf dem Bock. Ja. Harter Job. Mein Vater hat auch einen harten Job. Stabil, so muss das. So. Warst du schon mal im Stadion? Nein, aber eigentlich wollte mein Vater mich mal mitnehmen. Dein leiblicher Vater? Mein leiblicher Vater. So. Bist echt ein cooler Bengel, Jordan. Danke. Guck, Philipp. Ist nicht nur für dich, ne? Twitch. Das wird dann aber auch Zeit. Mama kann ja auch gleich nochmal übernehmen. Dann. Genau. Nein. Ich möchte nicht. So. So, dann gib mal rüber. Nein. Sag Ciao, Kakao. Dann geht doch mal zusammen. Nein. Ciao, Kakao. Tschüss. So. Willst du jetzt aussteigen? Oh. Ich muss Gas geben. Döner ruft. Willst du ja noch was sagen? Aber der Laden hat sich echt gefreut, wo ich ihn gelobt habe. Hat er sich echt gefreut. Also sowas muss man ja auch machen. Aber so ein sauberer Laden, so schön modern umgebaut, nicht so dieses Flair, so dass es nur so gefliest und so ein Tresen, weißt du, so hier kommen Döner. Sondern so vom Feeling her mit der alten türkischen Teemaschine und so, finde ich richtig gut den Laden. Ja. Und die Betreiber sind so nett da. Finde ich richtig gut. Sehr gut. Wo ist meine Kette? Meine Heizhahnkette? Die ist da gerade runtergefallen. Das ist auch so eine Heizhahnkette. Hä? Wo sind die? Ja, woher sollen wir jetzt wissen, wo deine Heizhahnkette ist, John? Wenn du die runtergeschmissen hast. Ja, dann wird sie ja irgendwo da sein, Schatzi. Ja, bei dir unterm Sitz. Die könnt ihr suchen, während ich nachher Döner esse. Nö. So. Doch, safe. Nö. Philipp ist doch noch keine 18 Uhr. Das stimmt. Heute geht Philipp heute, mal. Heute ist Ausnahme. Heute ist Philipp mal total verrückt. Das heißt nicht, dass um 18 Uhr nichts geht. Heute bist du mal total verrückt. Ich darf ja auch um 19 Uhr streamen mit Roller. Und. Wer war noch mal? Lass doch mal Philipp ausreden, Jordan. Ja, okay. Und die war mal Boxweltmeisterin und die wurde von ihrem eigenen Vater angeschossen. Und das ist eine Frau, die ich bei einem Dreh kennengelernt habe fürs ZDF. Und die hat mir sehr imponiert. Die hat klare Standpunkte und das fand ich. Die hat mir sehr imponiert. Punkt. Genau. Okay,
Ist das auch, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Okay. Ich auch nicht. Oh, hätte ich mal doch gesagt, wer ist in einem Auto? Ich bin auch oft in Lübeck am Hafenladen. Darf ich meine türkische Pizza? Nein. Warum? Weil wenn du in meinem Auto rumsaust, ich steigst du einfach... Ich meinte nicht hier, ich habe gefragt... Das wir haben 10.000 Bits bekommen, das heißt das. 10.000 Bits hat jemand gegeben? Ja. Warum? Zumindest, dass es das heißt. Nein, da würde irgendwas kommen und... Nee, sondern sagt auch, vielen Dank. Danke, danke. Also wir kennen uns, leider sind wir ein bisschen doof, was das angeht. Also Jan mit 2N unterstrich AMH Arm hat uns 10.000 Bits geschickt. Also wenn das so ist, danke. Und wenn es auch nicht so ist, trotzdem danke. Ja, danke. Wir sind voll im Twitch-Game drin. Wir kennen uns also richtig gut aus. was sind 10.000 Bits? 10.000 Bits oder mit Bits kann man den Creatoren, was wir sind, dass wir Inhalt machen und dann geben Leute, können wir uns was geben und dann kriegen wir am Ende des Monats kriegen wir dann Obolus von Twitch, dass wir bei Twitch Inhalte gemacht haben. Mega, toll. Er hat geschrieben, ich unterstütze gerne kleinere Streamer. Super lieb von dir, echt klasse. Der Hammer. Was heißt die kleinere Streamer? Na ja, Monte oder wie heißen die anderen? Ja. Montana Black. Ja, Ehre. Er hat geschrieben, es sind 100 Euro. Das ist ein lecker Huni, schreibt René. Dankeschön, echt cool. Unglaublich und verdient. Darf man türkische Pizza nachher in meinem Zimmer essen? Danke. Nein. Doch. Nein. Doch. Mhm. Mann, Philipp. Jordan. Ich bin schon wie meine Eltern. Philipp. Jordan. Oh. Nein, wir essen als Familie zusammen im Wohnzimmer. Am Esstisch. Zusammen ist auch gut. Ja. Also es wird so aussehen, ich bringe die Hunde rein, Philipp rennt mit dem Essen vor, ich darf die Getränke besorgen, einen Teller, Zewa, währenddessen hat er schon den halben Döner weggefressen. Und dann setzt sie mich hin und sagt, oh sorry, ich habe schon mal angefangen. Never change a winning system. Mhm. Ich hole aber auch mal Getränke und so. Das war ja auch schon doch, wenn Essen. Nochmal 10.000. Total crazy. Entweder er hat Langeweile. Verrückt nochmal. Sei euch gegönnt. Seid ein geiles Team. Vielen Dank, Ehre. Dankeschön. Holt euch was Schönes davon. Dankeschön. Du bist ja der Hammer. Ganze Woche Döner. Jordan und ich können das, ne? Ja. Also ich könnte Bratwurst, Döner. Tank auf mich, schreibt er. Super cool. Ja, Tank wird eng nach Hause jetzt. Du bist ja klasse. So, jetzt muss ich erstmal. Und Bratwurst, ja. Bratwurst kann ich auch dreimal die Woche essen. Ich möchte mal wieder Bratwurst machen. Ja, kommen wir. Vielen, vielen Dank, ne? Also richtig cool, muss ich wirklich sagen. Ja. Voll klasse. Harte Nummer. Bist gerade verwundert ein bisschen, ne? Ja, bin ich auch. Sonne ist hier der größte Gönner. Immer mit Subs und. Krass. Dankeschön, dass ihr es supportet. Aber wir haben auch an Twitch einfach Spaß. Also. YouTube ist halt wirklich auch Arbeit. Also ich habe bei YouTube auch bei gewissen Streams Spaß und so, aber Twitch ist einfach so, da verstellen wir uns gar nicht und Twitch habe ich einfach so Bock drauf, weil die Community einfach geil ist. Es ist weniger Hass. Ich hoffe, dass Twitch nicht so gekapert wird mit dem Hass auch von YouTube. Ich hoffe, dass Twitch keine Kommentarfunktion macht und dass sie nach wie vor so rigoros löschen bei Leuten, die sich nicht benehmen können und so weiter. Und deswegen feiere ich Twitch einfach härter ab. Ja. Du Philipp? Nein. Warum nicht? Du hast gefragt, du Philipp, und ich habe Nein gesagt. Wenn du sowieso laberst, dann laber doch drauf los. Was ist denn? Hier nicht. Nö, gut. Hier wird nichts gekapert, wir passen auf, sagt Sondon. Ja. Super, ihr macht das auch echt spitze. Philipp, wir haben noch... Du wolltest doch nicht erzählen. Doch, wir haben noch nicht viel Hate bekommen, ne? Nein, immer mal wieder verirrt sich einer und die wollen dann über politische Sachen sprechen oder über YouTube sprechen und so. Und da habe ich auch bei Twitch einfach so keinen Bock drauf. René schreibt gerade, dann darfst du nicht größer werden, weil dann kommt es leider immer. Ja,
Aber ich glaube, auch das Mod-Team hier wird ohne große Diskussion entsorgt. Aber Philipp kann auch gut Hate ab. Abo korrekt schreibt, Twitch ist konsequent, hier wirst du schnell gebannt und da, wenn du ein Arschloch bist, also ein A... bist. Naja, ist so richtig so. Ja. Das nimmt an YouTube manchmal den Spaß so ein bisschen. Gestern, wo ich dann unter dem ZDF, in der ZDF-Mediathek den YouTube-Beitrag gelesen habe, oh, was für Leute da so schreiben. Was für ein Blödsinn die schreiben und so. Boah. Da würde ich es aber super finden. Klarnamen mit Foto daneben. Dass so ein Klarnamen und Foto irgendwie, die ich mit dem Perso freischalten müsste. Was meinst du, wie YouTube schnell eine coole Plattform wäre? Ja, und das wäre was. Das stimmt, ja. Die Anonymität macht es halt bei vielen. So, Hunger. Ich auch. Oh, nochmal. Nochmal 10.000. Du bist ja völlig verrückt. Das ist ja crazy. Ja, mach mir mal Sorgen bei sowas, dass ich geprankt werde. Sondern schreibt auch Jan, Alter. Nicht, dass Jan 9 Jahre alt ist und die Kreditkarte seiner Mutter hat. Und ich hab morgen die Internetpolizei bei mir auf dem Hof. 3x 130, was geht ab? Mega Dankeschön, gut. Dankeschön, Leute. Wo haben wir den Support heute verdient? Krass, Dankeschön. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Ja. Vielleicht haben wir es auch wegen mir verdient. Nein. Wegen der Nervgeschichte da hinten, damit wir uns eine Nanny leisten können. Und also ich kann auch einen Vorschlag machen, Jordan, dass du mit deiner Mutter gleich auch in deinem Zimmer essen kannst zusammen. Ich ertrage Jordan heute auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Mir reicht's auch gerade heute mit Jordan. Ja, Mama und du können schön auf uns Zimmer essen, ich gehe mal zurück. Ach so. Ich weiß, wie die Kiste an, so wie über ihr, YouTube. Jan schreibt über YouTube. Echt toll. Über YouTube? Ich weiß nicht, was das die Antwort war, aber hier, er hat nur geschrieben über YouTube. Naja, und Twitch ist halt einfach, da würde ich auch nichts stehen lassen, da wird alles rigoros gelöscht und sonst was. Meine Güte, man muss ja auch nicht zu allem immer seinen negativen Senf dazugeben. Ey, ich guck mir bei Twitch ja auch nichts an, was ich kacke finde. Wenn ich nach einer Minute merke, holt mich nicht ab, dann mach ich aus. Und dann schreibe ich da nicht rein und sage, geh sterben und was weiß ich, lösch dich und de-Abo und sonst was. Verstehe ich mal nicht. Wie viel Zeit muss man dann haben, um sich Sachen anzugucken, die man nicht gut findet? Also jetzt wird's crazy. Nochmal? Entweder er hat wirklich lange... Oder wir werden geprankt. Ist egal, wir glauben an das Gute im Menschen. Natürlich glauben wir an das Gute im Menschen. Also jetzt ist crazy. Ich bin sprachlos, schreibt Dori. Echt verrückt. Total crazy. Dann gehen ja alle Döner auf deinen Nacken dieses Jahr 2021. Du bist ein Ehrenmann. Auf jeden Fall. Wahnsinn. Entweder er hat gerade wirklich ein bisschen zu viel Geld im Lotto gewonnen. Oder er feiert uns einfach nur. Ja. Oder er prankt uns. Oder er macht wirklich so einen Stern und dann schreibt er 10.000 dahinter. Ach. Wir glauben doch immer an das Gute im Menschen, Jordan. Ja. Naja. Piet Mitchell schreibt, man kann zu allem eine Meinung haben, man muss es aber nicht. Genau. Genau. Auf jeden Fall Ehren-Community, Ehren-Support. Dankeschön, Leute. 109 Zuschauer. Dankeschön. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen ja gerne irgendwann ins Twitch-Partnerprogramm. Irgendwann mal. Twitch-Partnerprogramm. Ja, dann steigt auch, dann kriegst du auch eine höhere Streaming-Qualität. Die letzten waren 100.000 Bits. 100.000? Ja. Wie viel ist das? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich sage immer, es sind alles Diamanten. Ja. Philipp, da kommen schon wieder Diamanten, sage ich dann immer. Die Reise geht jetzt zurück nach Hause. Wir waren gerade bei meinem Vater, der ist 80 Jahre alt geworden und haben ihn überrascht. 1.000 Euro sind das. und haben ihn überrascht. Und nun düsen wir wieder nach Hause. Nee, da stimmt irgendwas nicht. Jan, jetzt wird's komisch. Schon wieder 10.000? Ja. Ich will da immer gerne dran glauben, aber ich weiß, dass es diese Pranks gibt.
Tanzverbot hat dazu mal ein lustiges Video gemacht, wie er sich selber immer 60.000 Euro donated hat. Und als Test. Sondern hat geschrieben, laut Twitch hat Jan 22 Follower und auf Twitch nennt die kleiner Streamer Prank. Ja. Das wären schon über 500 Euro. Ja. 113 Zuschauer. Dankeschön, Leute, dass ihr mit dabei seid. Mega. Ich gebe ein bisschen Gas heute auf der Autobahn, um zu meinem Döner zu kommen. Also der ist ja schon an Bord. Aber noch nicht in deinem Mund. Noch nicht. Uns geht's super, ne? Oder? Ja. Wie geht's dir? Ja. Ich bin müde, wenn ich mir überlege, nachher noch zu streamen. Ja. Wie geht's dir, Sappelkönig? Gut. Ja. Das stimmt. Da musst du auch erstmal Zeit für haben, um auf Profile zu gehen bei Twitch und Leute zu pranken mit Cheers. Da musst du ja auch erstmal Zeit für haben. Ja. Ach, hey. Da frage ich mich immer so, was Leute so für Hobbys haben. Wie lange bleibt ihr heute? Der Stream wird eh nachher ausgehen, weil wir von LTE-Netz ins WLAN kommen. Und da kann das Handy nicht umschalten. Da bricht der Stream ab. That goes not. That goes not. Wie kriegt man das denn raus, dass es kein Prank war? Ich glaube eben irgendwie. Alles. Ja, ich weiß es nicht. Aber schau mal, der Mond. Das sieht man gar nicht so, ne? Sieht live geiler aus. Ich bin gespannt, ob das Paket von deinem Vater jetzt liegt. Das wär richtig, also dann soll es lieber morgen kommen, dann ärgert mich nicht so doll. Auch die Brille kam doch gut an. Ja, die sieht auch toll aus, oder? Die Brille sah toll aus. Er so, jetzt bin ich Boss, ne? Wer ist der Boss? Mein Vater hat noch einen starken Humor. Mich macht es immer glücklich, wenn Oma lacht. Ja, macht auch Sinn. Wenn wir das WLAN ausmachen würden, dann wird das ja auch gehen. Verstehst du? Mein Vater hat zu viel Stahl im Haus verbaut und ich habe Ach so, da haben wir drin keinen Empfang. Ja, das stimmt, da hast du auch recht. Sonnen hat geschrieben, zu gut um wahr zu sein. Barmi-Scheibe schreibt mega Support, bin mir sicher, dass es kein Fake ist. Also ich glaube auch nicht, dass er ein Fake macht. Also ich wüsste gar nicht, warum. Ich habe es nur ein paar Mal gesehen, dass es das gab. Also ist auch ein Herz, wenn es so ist, und ein kleiner Lacher, wenn es nicht so ist. Ehrenmann, ja, schreibt auch. Ich muss zum Essen. Da sieht man schon das Stoppelsdorfer Wahrzeichen. Das geht nicht mit Fake, also ist kein Fake, geht nicht mit Bits, soweit ich weiß, geht nur mit normalen Donations. Ah, okay. Wir kennen uns auch mit Twitch schon schlecht aus. Naja, also Sondern schreibt auch gerade, wenn es real ist, geile Aktion. Ja, mega geile Aktion. Ich habe richtig Gänsehaut. Das ist mega krass. Das ist mega krass, oder findest du nicht? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen sollte. Weiß jemand, was das Wahrzeichen von Stockelsdorf ist? Dirk schreibt, war übrigens kurz eben Fluppen holen und hab einen Kumpel getroffen und ein Kompliment für meinen schicken Hoodie bekommen. Danke nochmal, Philipp. Sehr cool. Natürlich fahren wir vorsichtig. Philipp fährt ja hier, siehst du, dicht auf. Pff, der piept noch gar nicht, wundert mich. Ich war ja auch schon auf der Bremse. Der piept nur, wenn ich noch nicht auf der Bremse bin. Ach so. Stockelsdorf. Stockelsdorf. Stockelsdorf City Center. Dieses Pyramiden-Dingsi vielleicht? Nee, die Pyramide, nee, das, ja, viele denken das, aber es ist der Funkturm. Was? Ja, der Funkturm. Wo ist ein Funkturm? Der Stockelsdorfer Funkturm? Das ist ein Wasserturm, oder nicht? Das ist ein Funkturm da vorne. Du weißt nicht, wo der Stockelsdorfer Funkturm das ist? Das Ding da. Der Stockelsdorfer Funkturm ist gefühlt 800 Meter hoch, aber wahrscheinlich nur 80 oder so. Das Steuerhaus? Das Steuerhaus, ja. Das ist der Ball, das weiß doch jeder. Der Stockelsdorfer Funkturm.
da siehst du keinen Funkturm da hinten. Ich sehe da einen Wasserturm. Ach, da hinten ist ein Funkturm. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst, da habe ich noch nie hingeklotzt. Hast du den Funkturm schon mal gesehen? Ich, ja. Na klar, Stockelsdorfer Funkturm. Aha. Ah. Also ich sag mal so, da vorne ist ein Turm. Das sieht man noch nicht. Den Turm da hinten? Ja, und da hinten ist auch noch mal ein Turm. Das ist aber ein Wasserturm da vor uns. Ja. Nicht mehr lange und Philipp ist das Wahrzeichen von Stodo. Ja, ist so. Berühmtester Stockelsdorferaner. Der ist in der Nähe vom Fußballplatz, schreibt René. Ist so. Philipp fällt vom Glauben ab, ja. Ich bin ja nur dazugezogen. Ja. John und ich sind nur dazugezogen. Aber auch da bist du früher auch schon vorbeigefahren. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Kann sein. Mag sein. Da oben ist doch sogar ein Restaurant drin. Was? Ach, jetzt bist du der Hafensänger. Jetzt lässt du den Hafensänger. Und das dreht sich. Ja, ja. Und das dreht sich und da kann man sich auch abseilen und ihr Bungee-Springen machen und alles. Ja, ja. Also ich glaube vom Berliner... Alter, den beiden kann ich alles erzählen. Ja. Wir fahren jetzt bei René zu Hause vorbei. Dann sollen wir winken? Komm du auch raus und wink. Dann winken wir jetzt alle. Sag, wann ich hupen soll. Genau. Nee, der vor mir fetscht schon so langsam, der denkt nicht mal an ihn. Und ja? Er steht da auch an der Ampel und dann gibt's einen für mich. Als wenn dich das stören würde. Also, dass du jetzt hupst, das ist dir völlig Bumpe. Nee, aber der fährt schon so. Hier ist Werner Wasserturm. Ist aber, feiern viele hart ab, ich nicht. Ich fahre noch nie. Ja, nichts verpasst. Also ist nochmal von Yvonne nochmal. Marisa, ich bin voll begeistert, dass ihr Bäume und Felder habt. Dachte an der Küste gibt es nur Sand und Meer. Nee, also nun waren wir eben gerade auch sehr dörflich, ne, unterwegs sozusagen. Aber wir haben hier viel, viel Land. Plattes Land. Plattes Land. Grüße aus München. München mag ich. War wir haben sogar Häuser und Menschen, ja. Mann, wie kann man nur 80 fahren, wenn ihr 70 ist? Das Fahranfängerin, so wie die fährt. Wie kann man nur 80 fahren? Ist doch klar, dass ich schon gleich sage, sie. Ja, könnte aber auch Rentnersternchen innen sein. Könnte auch sein, ja. Ich spüre, der Döner kommt näher. Der Döner ist mit mir. Der Döner ist mit dir, ja. Sei der Döner mit dir. Safe. So. Gib mir meine Kette. Du kannst gleich deine Kette suchen. Also um den Funkturm zu übersehen, muss man schon, also ich sag mal, El Blindo sein. Ja, Mama. Ich dachte jetzt nicht, dass es irgendein Wahrzeichen für Stockelsdorf. Ja, welches Wahrzeichen soll Stockelsdorf sonst haben? Ja, keine Ahnung. Die Kirche oder so. Die Kirche, Alter, die ist hässlich wie die Nacht, die Kirche. Hier, Babel. Ja, und so. Das Abaco. Dahinter ist der Dings. Da. Hast du früher Döner gegessen? Nein. Mama, da hinten war der. Bist du schon mal in Dortmund gewesen? Ja. Da hinten war der Skatepark. Ja, Jordan. Der Skatepark war da. So toll scheinst du ihn nicht zu finden, weil würdest du dich öfters mal auf den Weg dahin machen. Genau. Ihr sollt mich dahin fahren. Ja. Ja. Ich habe gerade gestern zu Dausel gesagt, ich sage, eine Sache wird nicht passieren, dass ich nachher immer mit dem Auto Jordan zur Schule fahre. Doch. Nee, das wird nicht kommen. Da hast du mich noch nicht gut genug kennengelernt. Doch. Nee, dass ich dich zur Schule fahre? Ja. Ja, was glaubst du, wie lange Corona noch gehen wird? 3 Jahre. 6 Monate. Wieso 6 Monate? Nur so. Nee. Auf gar keinen Wir Fall. Wir wollen, dass du wieder zur Schule gehst. Nein. Ja. Doch. Nein. Ruhrpott, Beste. Hab ja noch 2 Wochen bei euch, ne? Freut ihr euch? Total. Tja, Mama, kann ich verstehen. Ich bin's halt, ne? Ja, du. Du bist es. Bist es halt, so ja. Richtig, ja. Du bist es halt. Du bist es so richtig. Eieiei. Grüße aus Chemnitz. Wenn wir dich haben, brauchen wir nur noch eine Suppe. Suppenkasper. Bei den Lauch haben wir schon, oder was? Ja, ja. Der war eigentlich deiner, ne, Jordan? Mama. Eigentlich war das dein Witz. Ja. Mach mich nicht nach. Ihr seid so süß zusammen, dankeschön. Sag mal bitte wieder Witze in den Kommentaren. Ich lade die beide gerne mal aus.
Komm, fahr bei Grün rüber. Grüner wird's nicht. Fahr! Das ist ein Rentner. Oh, wie kann man so über die Ampel fahren? Oh, nee. Erzählt Witz in den Kommentaren, auch wenn Mama Nein sagt. Was für ein ML-Modell ist der Benz? Schwarz. Und vier Reifen. Oder was sagst du? Diesel, 350 Diesel. Das Wahrzeichen ist Philipp seinen Bauch, wenn er keinen Sport macht. Nee, ich habe gesagt, da kriegt der Speckgürtel von Lübeck gleich eine ganz neue Bedeutung. Oh, der ist fies. Wunderschön, Gruß aus Stuttgart. Oh, der ist richtig fies. Den habe ich gesagt. Sachsen auf die Stadt zur Rettung. Ruf ist das Bundesland. Den hat Mama gesagt. Den kennst du doch schon, Schatzi. Jetzt tu mal nicht so. Ja, aber das war lange her. Ja, letzte Woche Samstag. Als du mal auf der Couch gesessen hast und dir gegen deinen Bauch geklopft hast. Immer T-Shirt hoch und hast gegen den Bauch gehauen. Ja. Da war ich gut drauf. So, bei Geld rüber. Das war mehr grün als gelb. Läuft. Da haben wir auch zeitlich noch gut geschafft. Jetzt füllen sich die Straßen. Wollen wir denn auch mal Ciao Kakao sagen, oder what? Ja, wir sind jetzt gleich zu Hause, Leute. Wir sind gleich zu Hause und der Stream wird dann abbrechen. Wir sehen uns aber 19 Uhr live mit dem Interview mit Rola. Das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, Leute. Ja? Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Und vielen Dank.